stehen gerade auf der Bestandsbrücke in Duisburg-Neuenkamp, die 1970 in Betrieb genommen wurde. Die ersten kritischen Risse im Körper der Brücke wurden vor ca. 10 Jahren festgestellt. Die haben dazu geführt, dass Wiegeanlagen in beiden Fahrtrichtungen aufgebaut werden müssten, um dem Schwerlastverkehr über 40 Tonnen nicht über die Brücke laufen zu lassen. Dies hat zu Verkehrsbehinderungen geführt, deswegen war es auch so wichtig, dass wir im Mai 2020 mit dem Bau der neuen Brücke beginnen konnten. Im Herbst 2023, nach 3,5 Jahren Bauzeit, wurde dann der erste große Meilenstein bei der Errichtung des Ersatzneubaus der A40-Brücke Duisburg-Neuenkamp erreicht. Planmäßig seit dem 6. November 2023 fließt nun der Verkehr über die südliche Teilbrücke der A40 Rheinbrücke Neuenkamp. Nur dank guter Planung und der reibungslosen Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten war es möglich, dass der Verkehr nach nur 40 Monaten Bauzeit wieder ohne Einschränkungen über die neue Teilbrücke rollen konnte. Wir sind als Hochtief innerhalb der AGO Hochtief, MCE und Stahlbaupartner verantwortlich für die Planungskoordination. Der Bauherr, die DEGIS, hat im Grunde alles schon so vorbereitet, dass wir die Planungsaktivitäten dahingehend realisieren konnten. Wir hatten sehr fachlich versierte Planungsbüros, die wir auch in der Ausführung übernehmen konnten. Und ich muss sagen, gerade diese Kombination aus guten Prozessen, gutem System, fachlich versierten Leuten mit einem Ziel und einem Spirit, nämlich die Brücke zielgerichtet in 2023 fertigzustellen, hat auch die Planung super laufen lassen. Im Frühjahr 2023 wurden die letzten Schweißnähte gesetzt und das Brückenbauwerk in seine endgültige Lage gebracht. Anschließend wurde auf den Stahlhohlkörper und die Pylone der Korrosionsschutz aufgetragen und der abgesetzte Fuß- und Fahrradweg montiert. Danach bekamen die Pylone ihren endgültigen weißen Anstrich und die Gerüstummantelung konnte abgebaut werden. Nun wurde auch zum ersten Mal die elegante Silhouette der neuen Brücke sichtbar. Nach Fertigstellung des Brückenkörpers wurden die Vormontageplätze für den Stahlbau auf beiden Seiten der Brücke zurückgebaut. Jetzt konnte der Erdbau für den Anschluss an die A40 beginnen. Insgesamt wurden hierfür viele tausend Kubikmeter Erde bewegt. Parallel dazu wurden neben der neuen Fahrbahn 860 Meter Lärmschutzwand errichtet. Durch die vorläufige Verkehrsführung kann die Lärmschutzwand der Zulaufstrecke noch nicht nahtlos an die Brücke angeschlossen werden. Damit die wechselnde Windlast nicht unvermindert auf die Fahrzeuge trifft, wurden die Glasscheiben erst einmal nur bis auf eine Höhe von 2,10 Meter montiert. Erst nach Fertigstellung des gesamten Brückenbauwerks werden die Lärmschutzwände auf der Brücke mit der endgültigen Höhe von 6,50 Meter fertiggestellt. An den Fahrrad- und Fußweg wurden beidseitig die weißen Geländer montiert und an den Seilaufnahmen an der Brücke noch die Schwingungsdämpfer eingesetzt. Diese Dämpfer verhindern das unkontrollierte Schwingen der Seile bei Wind. Nach Abschluss der Erdarbeiten konnte nun auch mit der Asphaltierung der Zulaufstrecken begonnen werden. Insgesamt wurden 2,2 Kilometer Fahrbahn zu beiden Seiten der Brücke asphaltiert. Der Asphalt wurde in 4 Lagen aufgebracht. Auf der Brücke selbst wird Gussasphalt eingebaut, der bei hohen Temperaturverformungen und hoher Verkehrsbelastung standsicherer ist und insgesamt weniger Rissbildung zulässt. Neben den restlichen Asphaltarbeiten wurden die Leitplanken und die Beschilderung angebracht. Am 27. Oktober 2023 wurde die A40 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg für die Verkehrsumlegung gesperrt. Damit startete der Countdown für die letzten 10 Tage bis zur Verkehrsfreigabe. Die Wiegeanlagen konnten zurückgebaut werden. Letzte Vermessungsarbeiten wurden durchgeführt, die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und die Trennung der Fahrtrichtungen angebracht.
Und nach der finalen Abnahme des Bauwerks war es dann am 6.11. um 5 Uhr endlich soweit und der Verkehr rollte über das südliche Teilbauwerk der neuen A40 Rheinbrücke-Neuenkamp. Auf 6 Fahrstreifen und ohne wesentliche Einschränkungen für den Schwerlastverkehr. Unmittelbar nach der Verkehrsfreigabe wurde mit der Demontage der alten Bestandsbrücke begonnen. Diese Demontage ist eine Premiere, denn noch nie zuvor wurde eine Schrägseilbrücke dieser Dimension in Deutschland zurückgebaut. Der Rückbau soll dann im Herbst 2024 abgeschlossen sein, damit noch in diesem Jahr mit dem Bau des nördlichen Teilbauwerks der neuen Brücke begonnen werden kann. Hierfür hat der Arge-Partner MCE im letzten Jahr kontinuierlich die Stahlbauteile in seinen Werken herstellen lassen und zu diesem Zwischenlager in der Nähe von Duisburg transportiert. So kann mit dem Zusammenbau der Stahlsegmente für die neue Brücke ab Herbst 2024 ohne Lieferunterbrechungen gestartet werden.